Hallöchen an das Waage-Sternzeichen und natürlich auch an alle Cross-Watcher. Wir schauen in eure Energie des Julis hinein. Bei mir ist das Ganze unterteilt in die drei Dekaden, aber schau dir ruhig gerne alles an. Energie ist fließend. Nimm dir mit, was sich für dich richtig und wichtig anfühlt und den Rest, den lässt du bei mir auf dem Tisch. Ja, nicht angegriffen fühlen, wenn ich hier ja etwas nicht so Schönes sage. Vielleicht ist das auch der Trigger, den du benötigst, um in die richtige Richtung zu gehen. Ne? Hat immer eine Bewandtnis. Ich rede hier nichts schön. Das kann ich einfach nicht. Ich bin kein Speichellecker. Darüber dürft ihr euch bewusst sein, wenn ihr hier meine Legungen schaut. Und natürlich findest du auch alle Infos zu den verwendeten Kartendecks in der Infobox. Dort findest du auch den Link zu meinem Shop, wenn du ein persönliches Reading möchtest. Und auch alles Weitere. Okidoki, erste Dekade. Erste Dekade, ihr seid hier voll in eurer Energie. Ne? Waage, Luftenergie, hier wird nachgedacht, hier wird auch versucht, vielleicht eine Lösung zu finden, um aus dem Gedankenkarussell hier auszusteigen. Hier sind vielleicht übertriebene Sorgen drin, eingebildete Problemchen. Ja, und die sorgen natürlich auch für eine Blockade. Ne? Der Magier auf dem Kopf, ungenutztes Potenzial, fragliche Intentionen. Ja, Chance verpassen hier auf Fülle wird angezeigt. Was kriegen wir denn noch für die erste Dekade? Die Herrscherin und der Wagen. Also Wachstum ist aber da. Das heißt ja nicht nur, weil das etwas ungenutzt ist, dass das Potenzial nicht da ist. Ganz im Gegenteil, das ist da und das möchte hier auch vorwärts gehen. Wie gesagt, hier wird gefühlt so ein bisschen der letzte Schubser benötigt, um ja wunderbar das Blatt hier zu wenden. Was kriegen wir noch für die Waage erste Dekade? Das Gericht, Erlösung, Erneuerung, Transformation. Und die Münzkönigin hier im Outcome. Ja, wie ich schon sagte, ne, hier wird versucht zu analysieren. Hier wird auch versucht, irgendwelche Lösungen zu finden, mutige Lösungen zu finden. Hier muss irgendwie scheinbar in irgendeiner Angelegenheit eine schnelle Lösung gefunden werden. Aber auch wenn hier versucht wird, zu lösen, zu lösen, zu lösen, ist es immer so, es dreht sich im Kreis. Hier ist ein lähmender Kreislauf angezeigt, wie ich schon sagte, auch eingebildete Sorgen, ne? Grundsätzlich ist das hier eine Energie, wo du einfach mal aussteigen musst, auch wenn es schwer fällt. Einfach mal abhaken, vielleicht auch eine To-Do-Liste schreiben, erstmal was, die Dinge, die dich beschäftigt, einfach mal aufschreiben und beiseite legen und dir auch wirklich selbst sagen in dem Moment, wo du es aufgeschrieben hast, okay, ich hake das jetzt erstmal ab, ich kümmere mich da vielleicht nächste Woche wieder drum, ja? Oder nächsten Monat weiter drum. Weil hier wird gedacht und gedacht und gedacht und man kommt hier definitiv nicht weiter. Und gerade durch dieses Zerbröseln, dieses Analysieren wird aus einem ehemals vielleicht kleinen Problem, was eine andere Person vielleicht in Rucki-Zucki lösen könnte, schnell mal so ein riesen Drama-Ball, der einfach erstmal nicht zu schaffen gilt. Ne? Also man macht da mehr draus, als tatsächlich ist. Das blockiert natürlich hier auch das Potenzial. Der Magier ist auf den Kopf gefallen. Das sorgt auch so ein bisschen für Ideenlosigkeit, ne? Für Unverbundenheit mit dir selbst, für Unorganisiertheit und natürlich auch das Verirrtsein. Ja? Hier ist jemand wirklich verirrt und sieht natürlich auch nicht das Ass der Münzen hier. Ne, verpasste Chance, beziehungsweise es gibt noch keine Ergebnisse. Es ist so gefühlt den Monat hier so ein bisschen gespalten. Unabhängig davon kann das natürlich die erste Monatshälfte darstellen und der Rest hier die zweite Monatshälfte. Es kann aber auch sein, dass das diese Energie ist, die dich noch vielleicht in der ersten Juliwoche beschäftigt, bevor es dann endlich in die Positivität reingeht oder in den Wandel reingeht. Das Ass der Münzen auf dem Kopf sagt auch, dass hier eine instabile Basis ist. Also hier darf definitiv etwas umgekrempelt werden und dafür ist es gut, einfach auch mal Dinge, ja, vielleicht einfach praktisch anzugehen, weil das ist die Herrscherin. Ja, sie steht für Aktion, sie steht für eine ruhige, geduldige Aktion. Die Herrscherin ist natürlich Wachstum, Stabilität, Gefühle, Liebe, all das kann natürlich beinhaltet sein hier in der Grundessenz, beziehungsweise in der Mitte der Karte, dass du einfach mal wieder in deine, ja, vielleicht weibliche Energie reingehst, ins Wachsen reingehst, in die Planung reingehst, ne, Dinge neu organisierst und damit hier natürlich auch vorwärts kommst. Der Wagen ist Aufbruch, Energie, Neubeginn, Sieg über deine Hindernisse. Der Wagen ist Nutzen. Ja, hier geht es auch mit gegensätzlichen Energien vorwärts. Hier sind deine Probleme, hier sind aber deine Träume.
pack sie zusammen rein, verbinde diese gegensätzlichen Energien. Und dafür steht ihr ja normalerweise auch als Waage, dass ihr konträre Energien in Balance bringt und sie nutzbar macht, um hier letztendlich vorwärts zu gehen. Wir haben hier mit den 10 der Kelchen die Hochzeit drin. Also es ist Glück hier drin, es ist sonnig, ne? 10 der Kelche ist auch dieses wunschlos zufrieden sein, Harmonie in der Gemeinschaft, zufriedenes Zuhause, Verbundenheit, Seelenverwandtschaft, Ganzheit, was das Emotionale angeht. Und vielleicht ist das auch einfach das, was jetzt im Juli wichtig ist, dich mit den Menschen zu verbinden, hier nicht mal länger alleine deine Spielchen zu spielen mit dir, ja, im Sinne von, hey, du manipulierst dich doch selbst, wenn du alles versuchst, bis ins kleinste Detail aufzudröseln, sondern einfach mal wieder back in die Gemeinschaft, dich verbinden mit den Menschen, Spaß haben im Leben und dann alles, ja, zu erledigen, wenn die Zeit reif ist, ne? Hier kommt mit dem Gericht Erlösung, Erneuerung rein. Hier ist auch die Energie von Heilung, wieder aufstehen, ne? Ablösen von der Vergangenheit. Vergib dir vielleicht auch selbst, wenn du hier feststellst, ah, das Ganze überanalysieren hat ja überhaupt nichts gebracht, außer dass ich hier auf meinem Sofa saß und nicht weiterkam. Sag doch einfach mal, es tut mir leid, dass ich manchmal so ein verkappter Denker bin, ja? Wir haben hier mit dem Tod schon den Beginn einer Transformation, auch hier das Ablösen der Vergangenheit gekennzeichnet. Der Tod natürlich auch ein Hinweis dafür, dass hier ein Lebensabschnitt beendet wird, dass hier eine Verwandlung stattfindet, ne? Es ist aber auch der Übergang, der letztendlich gekennzeichnet wird. Ich denke, dass so das, was dich hier so extrem beschäftigt, eigentlich wirklich nur etwas ganz, ganz Kleines ist, du aber den Fokus verloren hast, weil du etwas Größeres draus gemacht hast und jetzt gefühlt 10.000 Sandkörner vor dir liegen hast, aber eigentlich brauchst du nur dieses eine kleine Sandkorn. Und damit, denke ich mal, wird es im August dann eher in die Richtung gehen, dass das Problem dann gelöst werden kann, weil dann die Zeit dafür reif ist. Und du jetzt einfach mal mit dieser neuen Leichtigkeit, auch ganz die Herrscherin hier, mit der Königin der Münzen in deine Bodenständigkeit zurückfindest. Weil hier möchte ja definitiv etwas in Aktion gebracht werden, ins Wachsen gebracht werden. Auch wenn sich hier noch keine Ergebnisse zeigen und auch wenn du hier vielleicht in der Situation das Gefühl hast, du könntest hier eine Chance verpassen. Ja, weil du es erstmal analysieren musst. Nee. Ja, die Chance bleibt weiterhin bestehen. Es ist halt nur so ein bisschen ausgeblendet gefühlt. Hier zurück in dein Wachstum, in deine Bodenständigkeit, in deine Self-Made-Energie. Ja, arbeite dich daraus, aktiviere dich. Und um den Rest, dann kümmerst du dich bitte dann, wie gesagt, wenn die Zeit reif ist. Okay. Wir gucken in die zweite Dekade, da fällt schon direkt der Herrscher raus und der Turm. Ja, Kontrolle, Koordination, Durchbruch hier in einer Angelegenheit. Der Magier. Neuanfang. Oh, der Wagen auf dem Kopf, blockierte Fortbewegung. Die Kelchkönigin, Karte der Erinnerung. Was kriegen wir noch? Ach, der Kelch. Okay, hier wird gefühlt etwas aus der Vergangenheit losgelassen. Etwas, was dir nicht mehr dient. Ha, und nur damit es direkt wieder aufgefüllt werden kann. Drei der Schwerter. Und im Outcome auch die Münzkönigin. Na, das haben wir ja auch noch nicht gehabt. Also, grundsätzlich liegt hier mit dem Herrscher die männliche Energie drin liegen, ne? Aktivierungsenergie. Es geht um Autoritäten. Es geht darum, um Kraft anzuwenden. Selbst schützend vielleicht auch zu sein. Kontrolle und Koordination. Neue Strategien auch möglicherweise zu betätigen. Auch hier ist natürlich wieder der analytische Denker gekennzeichnet, aber es gibt hier einen Durchbruch für einen Neuanfang und auch hier ein Ablösen für einen Neuanfang. Also wir haben hier zwei Neuanfänge liegen. Grundsätzlich mit dem Magier gehst du wieder in dein Wirken. Wie gesagt, dieser Durchbruch, der hier stattfindet. Ich glaube, da muss ich nochmal eine weitere Karte drauflegen, ob das mit dem Herrscher als Person zu tun hat oder ob das deine Energie ist.
Was kriegen wir hier noch bitte als Zusatzinfo zum Turm? Ass der Kelche, Chance auf, okay, in irgendeine Liebesangelegenheit. Hat, kann aber auch wieder mit der Vergangenheit zu tun haben, ne? Weil auch die Sieben der Münzen ja nicht nur die Geduld und Ausdauer sind, die sich hier auf der einen Seite zeigt, sondern auch manchmal Überraschungen beziehungsweise ja, Nachrichten aus der Vergangenheit. Und wir haben ja auch hier das Thema Vergangenheit liegen. In einer Liebesangelegenheit gibt es einen Durchbruch, weil dir vielleicht jemand als Herrscher, kann eine Bewandtnis haben, hier ja quasi den Blick gibt oder die Richtung gibt auf das Ass der Kelche. Das ist ja da. Ne? Das ist ähnlich wie bei dem Ass der Münzen hier. Die Chancen sind ja immer da, wir müssen sie nur ergreifen. Aber so ganz schlau bin ich hier noch nicht. Also da war das Bild klar, dass jemand hier wirklich denkt und nicht weiterkommt. Widersprüche, Planungskarte, die nicht, aber eine bitte noch. Es geht ums Kennenlernen, ums Näher kennenlernen, aber das ist natürlich auch eine berufliche Option hier tatsächlich. Ne? Der Magier kündigt eine neue Beziehung an, beziehungsweise neuen Job, beziehungsweise Weiterentwicklung in der ganzen Angelegenheit. Und hier geht es auch um das Qualifizieren, um das Präsentieren, um das Kennenlernen, um die Rollenfindung. Es ist tatsächlich ein bisschen uneindeutig. Für einen Teil kann es bedeuten, dass wir hier eine andere Person drin liegen haben, obwohl ich normalerweise immer Könige bzw. Königinnen dementsprechend euch zuordne. Aber aufgrund dieser sehr männlichen, aktivierenden Energie, ganz gleich, ob das deine ist oder die einer anderen Person, gibt es einen Durchbruch und damit kommst du wieder in dein Wirken. Das Ganze hat hier zum einen mit der Liebe zu tun. Ja, es kann nochmal eine Nachricht aus der Vergangenheit sein. Ja, eine Überraschung, die hier reinkommt, die letztendlich dafür sorgt, um dass du dich entscheiden kannst, hey, lege ich jetzt mich ins Zeug oder nicht? Für die anderen kann es auch bedeuten, dass hier jemand Neues reinkommt, überraschend, ja, dass dieser Kelch, diese Liebesoption überraschend reinkommt und du dann aufgefordert wirst, natürlich auch neutral das Ganze zu bewerten, zu planen, wie geht's weiter. Grundsätzlich, diese Energien hier stehen für Fortschritte machen. Und auch die Sieben der Münzen ist ein langsamer Reifeprozess, ist Wachstum. Also hier passiert etwas, ganz gleich, ob es jetzt um die Liebe geht oder um das Jobtechnische geht. Was sich danach zeigt, ist auf jeden Fall eine blockierte Bewegung hier mit dem Wagen auf dem Kopf. Hier ist noch ein ungelöster Konflikt. Ja, hier ist auch vielleicht die Energie, dass sich irgendein Traum auflöst, ein Traum aufgegeben wird, gekennzeichnet. Das hat aber auch wiederum mit einer ja, Blockade aus der Vergangenheit zu tun. Ne? Kelch-Königin-Energie weist dich darauf hin, auf dein tiefes Wissen zurückzugreifen. In dem Fall auch tatsächlich auf dein Herz zu hören. Weil dann wirst du erkennen, ob hier eine Erinnerung ist, die es wert ist, nochmal ja, aufgelebt zu werden oder ob hier ein alter Traum ist, der jetzt aufgegeben werden darf. Weil hier löst du definitiv mit den Achterkelchen eine emotionale Blockade ab. Ja, du drehst dich um, du gehst weg, du nimmst zwei Kelche raus. Irgendeine Verbindung, irgendein Traum, irgendwas, was du mal in dein Leben gezogen hattest oder in dein Leben ziehen wolltest, vielleicht auch die ganze Zeit in dein Leben ziehen wolltest, hat nicht geklappt und deswegen lässt du das jetzt hier zurück. Irgendetwas wird hier aufgegeben. Ja. Was ich dann noch habe, ist der Page der Stäbe. Hier ist ein vielversprechendes Angebot drin. Hier ist die Flirtkarte drin. Hier ist Tatendrang drin. Neugier, Abenteuerlust. All das ist hiermit gekennzeichnet. Und das sorgt auch dafür, dass du hier zurück zur Vernunft kommst. Hier ist noch vielleicht Herzschmerz drin. Vielleicht war hier eine Trennung, hat hier noch eine Bewandtnis. Ja, dass du vielleicht hier noch gehofft hast, hey, vielleicht kommt dieser Mensch zurück. Ja, weil dieser Mensch gefühlt dein Ass der Kelche am Start hatte. Aber es gibt ja auch noch mehr Menschen, die dir den Blick auf weitere Asse eröffnen können. Ja, und dass es nicht nur ein Ass gibt, sondern es gibt mehrere Asse, mehrere Möglichkeiten. Ne? Ist ja letztendlich auch gekennzeichnet hier mit den zwei der Stäben. Ja, vielleicht zwei Optionen. Vergangenheit, Zukunft, eine Entscheidung, die hier getroffen werden darf. Und die Drei der Schwerter ist ja nicht nur die Herzschmerz- bzw. Trennungskarte, sondern auch eine Chance, hier zu heilen,
eine Chance, auch natürlich sich die eigenen Schattenthemen anzugucken. Und das ist ja auch eben der Verlust der Liebe, der einen Schatten dagelassen hat, weil die Emotionen wieder ans Tageslicht gebracht werden müssen. Und deswegen wahrscheinlich auch der Aufruf hier, wieder in deine Emotionen reinzugehen, dich auch mal von deinem Herzen führen zu lassen. Ganz gleich, ob es jetzt um die neue Liebe geht oder vielleicht auch um den beruflichen Aspekt. Ja, für einen kleinen Teil haben wir hier auch eine Planung in beruflichen Angelegenheiten, wo etwas Neues anfängt. Wo aber auch natürlich Abschied nehmen eine Rolle spielt und man erstmal so einen Moment innehalten muss vielleicht, um zu gucken, ist das jetzt wirklich das Richtige oder nicht. Ja, eigentlich war es dein Traum, dort bis an dein Lebensende zu arbeiten, stellst aber fest, nee, irgendwas funktioniert nicht mehr, die Geschäftsleitung hat sich verändert, die Vorgesetzten sind absolute Punkt. Es passt einfach nicht mehr in der Firma. Dann ist es natürlich schon mal erstmal so ein bisschen schmerzend, wenn man einen Traum aufgeben muss. Weil auch das ist hier gekennzeichnet. Aber hier gibt es keinen Grund, lange zu trauern. Wie gesagt, hier ist sofort direkt Neugierde drin, Begeisterung drin, ne? Flirt-Energie. Wie gesagt, vielversprechendes Angebot. Und damit kann natürlich auch hier ein Schwert nach dem anderen rausgerissen werden und du bist wieder freier in deinen Bewegungen. Ne? Zurück zur Vernunft, zurück in einen klaren Verstand und auch hier mit der Münzkönigin zurück in die Bodenständigkeit, zurück in die Energie von der Heilung, ja, der Hingabe, des Managements, wieder selbst organisiert sein, Dinge unter einen Hut bringen, ja, die Hände frei haben, aber gleichzeitig auch geduldig sein, geduldig pflegend, was deine Fülle angeht, die in Zukunft kommen möchte. Okay, sehr interessant. Was kriegen wir denn hier für die dritte Dekade? Welches hat sich denn da umgedreht? Die Hohe Priesterin, Geheimnisträgerin, unverbunden mit sich selbst. Und der Hierophant. Ja, man könnte sagen, wir haben hier ein Pärchen liegen. Hohe Priesterin, Hierophant, die spielen ja zusammen. Drei der Münzen auch hier. Qualifikation, Zusammenarbeiten, auch die drei der Schwerter. Interessant. Ritter der Kelche, hier ist Date-Potenzial drin, auch Durchbruch, Zerstörung hier, der Blitz Gottes mit dem Turm. Das Judgment, Erlösung, Erneuerung, auch die Sieben der Münzen. Geduldig, Langfristigkeit, 8 der Stäbe, okay, ist noch so ein bisschen Kommunikationsblockade, aber wir haben auch den Ritter der Schwerter. Ja, mein erster Impuls war direkt hier Pärchen, aber in Sachen Lernaufgabe tatsächlich. Ne, die Hohe Priesterin auf dem Kopf ist schon so jemand, der Geheimnisse mit sich bringt, der ihre Motive verschweigt. Eine Person, die ein bisschen im Misstrauen ist, ne? Auch sehr auf Klatsch und Tratsch hört, muss man tatsächlich sagen. Ich muss sagen, was hier Phase ist, ne? Ich bin keine Speichelleckerin. Der Hierophant dagegen ist aber die Energie von, hey, ich bin bereit, mich hier für Neues zu öffnen, ich bin bereit zu lernen. Ich bin auch bereit, hier durchaus neue Paradigmen an den Tag zu legen, ne? Meine moralischen Wertvorstellungen auch mal wieder so ein bisschen zu verändern und vor allen Dingen auch wieder zurück ins eigene Vertrauen reinzukommen. Denn das ist auch notwendig mit den drei der Münzen, gerade wenn es darum geht, hier wieder in einmal zum einen natürlich Ausbildung reinzukommen, in deine Weiterentwicklung reinzukommen, aber auch, um alle deine Ressourcen nutzen zu können, die du hast, ne? Alle deine Elemente nutzen zu können, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Inspiration, zwischen deinen Ressourcen und auch deinen Fähigkeiten, also all das, was du einsetzen kannst, um beruflich als auch liebestechnisch vorwärts zu kommen. Und dann ist es natürlich gut, deine Motive definitiv zu klären, auch im Zwischenmenschlichen zu klären. Wir haben hier auch ebenfalls die drei der Schwerter liegen, also auch da zurück zur Vernunft. Nicht in die Opferrolle reingehen, nicht in eine Energie reingehen von, oh, ich bin hier in der Trennung, ich habe die Liebe verloren, Herzschmerz, ne? Sondern sich auch bewusst werden, okay, hier ist
eine Einsicht, eine notwendige Einsicht, die gewonnen werden darf, auch wenn es schmerzt. Ja, es kann hier manchmal wehtun, aber letztendlich kannst du damit auch deine emotionalen Intentionen hinterfragen und auch neu bewerten. Ritter der Kelche ist jemand, der sucht Fülle, bringt aber auch emotionale Fülle mit. Das kann jetzt deine Energie sein, das kann aber auch die Energie hier des Hierophanten sein, weil ich ja schon den Impuls hatte, okay, wir haben hier noch einen Gegenspieler. Ihr seid euch beide hier sehr ähnlich, auch was das Spirituelle angeht. Ja, auch wenn die Gegenseite das vielleicht nicht so hundertprozentig für voll nimmt mit der Spiritualität in dem Sinne, aber ihr schwingt hier schon energetisch gleich. Du bist hier aber in der Situation eher verschlossen und der Gegenpart ist offen. Ja, bereit, sich hier weiterzuentwickeln. Wie gesagt, Ritter der Kelche sucht sein passendes Gegenstück, sucht seinen Kelch, also seinen passenden Gegenkelch, bringt einen Kelch mit, voller Emotionen. Und auch in der Angelegenheit gibt es hier einen Durchbruch. Der Turm, direkt gefolgt hier von dem Gericht, ist definitiv eine Ablösung, eine Reinigung. Heilung, alles steht hier für Heilung, Ablösen der Vergangenheit, Selbstverwirklichung und natürlich auch spirituellem Erwachen. Ja, das Gericht gleicht letztendlich auch aus, löst hier auch in gewisser Weise so ein bisschen Karma auf. Hier wird dem Ruf der Seele gefolgt, hier verändern sich die Sichtweise und vor allen Dingen wird hier auch in gewisser Weise eine Entscheidung getroffen. Du brichst hier auf, du wirfst hier eine alte Schale ab, die nicht mehr dienlich ist. Und damit kann natürlich hier mit den 7 der Münzen auch langfristig Ziele angegangen werden. Ganz gleich, ob es um das Berufliche geht, ganz gleich, ob es um das Zwischenmenschliche geht, mit Geduld und Ausdauer zeigt sich auch hier das Wachstum. Wichtig ist aber, Verantwortung zu übernehmen, deine Angelegenheiten auch zu durchplanen, zumindest wenn es um das Berufliche geht. Welche Ziele hast du? Was möchtest du erreichen? In welchen Schritten möchtest du das Ganze vielleicht auch erreichen? Grundsätzlich kannst du hier schon ein bisschen abernten. Das heißt, du darfst dir hier auch mal eine Pause gönnen. Eine Pause ist hier scheinbar auch drinnen, weil wir haben die 8 der Stäbe. Hier ist so ein bisschen Stress drin, ja. Vielleicht auch anmaßende Bedingungen, die gestellt werden, entweder an dich oder auch an ein Gegenüber, weil hier ist auch eine angespannte Verbindung gekennzeichnet zu geliebten Menschen. Das kann beruflicher Natur sein, das kann familiärer oder romantischer Natur sein, vielleicht auch freundschaftlicher Natur. Ja. Grundsätzlich zeigt sich hier eine Verzögerung, hier zeigt sich wieder eine unkonzentrierte Energie und so ein bisschen Stillstand. Wir haben hier noch den Ritter der Schwerter im Outcome, was grundsätzlich bedeutet, ne, mutige Lösungen zu finden. In irgendeiner Angelegenheit wirst du hier nochmal vor eine Lösungsfindung gestellt. Und da würde ich gerne nochmal auf diesen Stressfaktor hier, der eigentlich total unnötig ist, nochmal raufgucken. 8 der Münzen. Okay, das ist auf jeden Fall beruflicher Natur geschuldet. 8 der Münzen ist ja das Weiterentwickeln, ne? Feinheiten. Und dann gerade beim Thema Fein, ne, haben wir auch wieder das Thema Geduld, Frisselarbeit. Ja, nicht jeder kann mit frisseligen kleinen Angelegenheiten umgehen. Da würde ich schon eher sagen, erste Dekade ist dann Meister drin, um mit kleinen frisseligen Angelegenheiten umzugehen, zumindest jetzt in dieser Energie, auch wenn es dann doch sehr, sehr viel wird und man sich so ein bisschen selbst fühlt wie die Nadel im Heuhaufen. Hier darf es ein bisschen mehr ins Feinere reingehen. Weiterentwickeln. Weitermachen, nicht aufgeben. Was kriegen wir da noch? Den Wagen. Dann geht's hier vorwärts. Ne? Da sind wieder die gegensätzlichen Energien, die genutzt werden dürfen. 4 der Stäbe. Bringe bitte deine eigene Identität ein, sagt diese Karte. Sei offen, schaffe Klarheit. Hier ist auch ein Grund zum Feiern angezeigt. Ja, ein Meilenstein zeigt sich hier bereits. Feiern kann auch bedeuten, dass du offen bist und dich wieder mit den Menschen triffst, die dir wichtig sind. Vielleicht auch einfach so mal wieder rausgehst, feiern gehst. Wie gesagt, hier ist eine Chance zum Feiern. Hier ist ein Meilenstein, ein Grund zum Feiern gekennzeichnet. Und ich hätte gerne noch eine dazu.
Ah, ja, hier zeigt sich auch schon der Erfolg und das Rad des Schicksals. Also hier fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Vielleicht ist deswegen diese Stresssituation hier nochmal notwendig, um dich nochmal in ja, deine Besinnung zu rufen. Gerade weil es hier so ein bisschen ums Kennenlernen geht und natürlich deine Intention gefragt ist, also dein Einsatz. Ich habe hier immer das Gefühl, Einsatz wird gefragt. Setz dich ein für deine Angelegenheiten, damit es sich letztendlich festigen kann. Ganz gleich, ob beruflich oder privat. Ja, hier ist ein bisschen Anspannung drin, hier ist noch ein bisschen Stress drin, gar keine Frage. Das ist aber eher so, weil du bist hier in so einem Befreiungsmodus und das geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist einfach klar. Ja, und dann hast du so einen Tag, wo du aufstehst und denkst dir, ja, mir geht's richtig gut, ich verändere meine Sichtweise, ich bin ein neuer Mensch. Und dann fällst du doch nochmal zurück ins alte Muster. Ja, aus Geduld wird Ungeduld, es geht dir dann doch wieder nicht schnell genug und dann klatscht das nochmal so rein. Ist manchmal notwendig, ist natürlich jetzt auch sehr allgemein. Ne? Wie gesagt, wir haben hier Potenzial auf ein Date, das kann ich natürlich auch schon mal sagen. Wie gesagt, deine Intentionen dürfen sich hier wandeln. Herzschmerz beruflicher Natur, passiert hier etwas, da wandelt sich auch etwas. Es geht darum, Dinge zu meistern, neue Wertvorstellungen zu bekommen und generell einfach aufzustehen und endlich loszulegen. Ja, das dazu, ihr Lieben. Ich bin durch hier mit der Legung, würde ich sagen. Ich wünsche euch einen schönen Juli. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken, Dankeschön auch fürs Liken, Kommentieren und auch Abonnieren. Ja, dann sehen wir uns relativ schnell wieder. Es gibt ja noch ein bisschen mehr bei mir zu gucken, außer den Sternzeichenlegungen. Seid herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch und sage bis ganz bald. Macht's gut, ihr Lieben.